Ob Sydney, Athen, London oder Peking, mittlerweile gibt es sie weltweit, die Olympiastadien. Kultstätten des Sports und Euphorie. Doch möchte man sich manchmal fragen, wie es eigentlich dazu kommt, dass der Sport immer wieder in den Fokus der Medien und der Massen tritt? Und warum macht der Mensch überhaupt Sport? Ich arbeite auf einer Bank. Ich nutze Sport als Gegenpol zum Alltag, um fit zu bleiben und um mich gut zu fühlen. Also ich habe vor 2 bis 3 Jahren mit Sport angefangen, um es einfach mal auszuprobieren. Und mit der Zeit habe ich dann gewisse Veränderungen gesehen. Und dann hat es ja außerdem selber mein Selbstbewusstsein gesteigert. Außerdem, manche Jungs wollen ja auch mit der Konkurrenz mithalten können, finde ich. Also ich mache Sport, weil ich schon als kleines Kind Sport gemacht habe. Ich habe ganz, ganz, ganz viele Sportarten ausprobiert, bin dann quasi am Schluss in der Leichtathletik verblieben. Ich bin quasi so in den Leistungssport reingewachsen und ich mache Sport aus Überzeugung, weil es mir ganz, ganz wichtig ist, weil es einen wichtigen Teil in meinem Leben einnimmt und weil ich diesen Aspekt Leistungssport sehr wichtig finde. Als kleines Kind wollte ich immer Olympiasiegerin werden und irgendwann will ich da auch mal hin. Auch wenn die Beweggründe oft sehr unterschiedlich sind, so kann der Sport auch etwas sehr Individuelles, aber auch ein Erlebnis in der großen Masse sein. Manch einer setzt sich wochenends aufs Rad, ein anderer geht ins Fitnessstudio. Wieder andere wohnen im Sport auch lieber als Zuschauer bei. Fest steht, jeder, der bei Kräften bleiben möchte, braucht auch ein gewisses Maß an Bewegung. Sport ist daher schon ein Thema, solange es Menschen gibt. Bereits im antiken Griechenland gab es die großen Festspiele von Olympia, bei denen der Sport eine zentrale Rolle spielte. Aber nicht nur der damalige Austragungsort trug seine Namensgebung bei. Nach griechischer Mythologie ist der Olymp ein lichterfüllter Berg und Sitz der 12 großen Götter. Die Olympischen Festspiele wurden zu Ehren des obersten Gottes Zeus abgehalten, was den Spielen nicht nur den Charakter eines Wettkampfes, sondern auch Charakter eines Kultes verlieh. Sehen wir uns dazu ein Objekt aus der damaligen Zeit näher an, den Disco Bowl. Eine Statue gefertigt aus weißem Marmor, mit einer Größe von ungefähr 1,50 Meter. Diese Statue zeigt uns einen jungen Athleten. Entsprechend der damaligen Spiele ist er nackt dargestellt und verzichtet selbst auf einen Lendenschurz. Besonders auffallend ist auch sein muskulöser Körperbau. Seine rechte Hand hält eine Diskoscheibe. Der Arm ist weit zum Wurf ausgeholt. Sein Körper hat er leicht nach vorn gebeugt, die Muskulatur gespannt. Sein Oberkörper zeigt uns durch eine Drehung nach rechts die breite Brustfront. Den linken Arm hat er zum Halten des Gleichgewichts bis an das rechte Knie herabgesenkt, ohne dass er es tatsächlich berührt. Sein Körpergewicht lastet auf dem rechten angewinkelten Bein. Der Fuß ist im sicheren Stand etwas nach rechts außen aufgesetzt. Man hat das Gefühl, er würde jeden Augenblick den Moment der Anspannung lösen und die Diskus weit von sich schleudern. Seine scharfkantig abgehobenen Gesichtszüge sind von ebenmäßiger Schönheit. Der Kopf liegt im Vergleich zum restlichen Körper auffallend entspannt. Kurz gelockte Haare schmücken das Haupt. Kurz genug, um ihm nicht ins Gesicht zu fallen. Geschaffen wurde im 5. Jahrhundert vor Christus von einem Künstler der Antike, der Myron hieß. Das Original bestand vermutlich aus Bronze, was für Skulpturen der damaligen Zeit typisch war. Doch es gibt ausreichend Funde, die uns seine Existenz belegen. In unserem Beispiel handelt es sich um ein römisches Abbild aus Marmor, das in der Skulpturhalle des Antiken Museums Basel zu finden ist. Die Haltung des Athleten und die Diskusscheibe in seiner Hand lenken unsere Aufmerksamkeit zunächst auf den Sport des Diskuswerfens an sich. Abgesehen von seiner aerodynamischen Form gibt es noch einen weiteren Grund für den Diskus. Bereits in der Ilias beschreibt Homer die sogenannten Leichenspiele, die vor den Mauern von Troja zu Ehren des Patroklos veranstaltet wurden. Als Preis setzt Achill ein rundes Stück Eisen aus, welches damals ein sehr kostbares Metall war. Der Mann, der dieses Eisen am weitesten werfen konnte, sollte ihn schließlich als Trophäe gewinnen. Von noch erhaltenen Exemplaren wissen wir, dass dieses Eisen wohl am Diskus sehr ähnlich war. Zur Herstellung wurde das Metall in offene, runde Formen gegossen, die in den Sand gegraben waren. Auf diese Weise entstanden runde Abgüsse, die auf der einen Seite gewölbt und auf der anderen Seite flach waren. Obwohl diese frühe Vorform des Diskus
vermutlich einige Jahre lang in Wettkämpfen genutzt wurde, ersetzt man ihn schließlich durch einen speziell angefertigten Diskus. Dieser war nicht länger der Siegerpreis, sondern nur noch ein Sportgerät. Doch wie wirft man einen solchen Diskus? Beim Diskuswerfen gibt es zwei verschiedene Gewichtsklassen, einmal für die Frauen 1 Kilo und für die Männer 2 Kilo. Den Diskus hält man in der Hand. Der Handrücken zeigt nach oben und der Diskus liegt in der flachen Hand und wird durch die Fingerkuppe gehalten. Durch die Fliehkraft wird er dann quasi in die Fingerkuppe gepresst. Dadurch fällt er dann auch nicht runter. Vorm Wurf fängt man an. Der Rücken zeigt in Wurfrichtung und man führt eine 1,5-fache Drehung aus. Bevor man beginnt, führt man den Diskus über eine Rotation des Oberkörpers nach hinten und fängt dann die Bewegung über die Beine an. Am Schluss überholt dann der Arm und wirft den Diskus einfach aus. Durch die Problematik, dass Gemälde und Statuen nicht den gesamten Ablauf eines antiken Diskuswerfers wiedergeben können, lässt die antike Wurftechnik Spekulationen zu. Sicher hatte jeder Diskuswerfer eine ganz individuelle Technik. Doch sie wird sich vermutlich wenig von der heutigen unterschieden haben. Einer der Unterschiede könnte in den 1,5 Umdrehungen liegen, die ein Diskuswerfer heute dazu aufwendet, um dem Diskus den nötigen Schwung zu verleihen. Es erscheint klar, natürlich geht es beim Diskuswurf darum, diesen möglichst weit zu werfen. Doch womöglich ging es den damaligen Athleten noch mit etwas ganz anderes. Denn wie uns die Quellen aus dem antiken Olympia berichten, waren die sportlichen Übungen der Athleten nicht selten von Musik begleitet. So könnte ein Diskuswerfer eher Wert auf eine tanzähnliche Schrittfolge oder eine ästhetisch anmutige Wurftechnik gelegt haben. So ließ es sich zumindest erklären, warum die uns überlieferten Wurfrekorde deutlich hinter den heutigen zurückliegen. Doch kehren wir zu unserem Diskuswerfer zurück. Denn nicht nur dem Diskus als solchem sollte Aufmerksamkeit geschenkt werden, sondern auch dem Werfer selbst. Nackt steht er da, die Muskulatur noch immer angespannt. Jeden Moment könnte er zum Gegenschwung ausholen. Aber warum ist er eigentlich nackt? Um dieser Frage näher auf den Grund zu gehen, betrachten wir noch weitere Darstellungen der antiken Festspiele. Auffallend sticht hervor, dass die Athleten auch hier meistens nackt auftreten. Ausgenommen von dieser Regel sind bloß die Sportdisziplinen zu Pferd. Doch über die Beweggründe und den genauen Zeitpunkt dieser Erscheinung liegen uns keine genauen Hinweise vor. Eine mögliche Erklärung liefert uns der Geschichtsschreiber Pausanias aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Er berichtet in seiner Darstellung von einem Athleten, der bei den Festspielen vollkommen nackt auftrat und gewann. Dies geschah wohl zu einer Zeit, als es noch üblich war, einen Lendenschutz zu tragen. So soll er ein Zeichen für einen neuen Trend gesetzt haben, dass Kleidung bei den sportlichen Disziplinen bloß störte. Frauen waren von der Feierlichkeit der Olympischen Spiele ausgeschlossen. Pausanias berichtet von einem Gesetz, nachdem eine Frau, die man bei den Olympischen Spielen entdeckte, vom Bergtyp Paion stützen sollte. So kam es, dass die Frauen ihre eigenen Festspiele veranstalteten. Diese wurden jedoch zu Ehren der Göttin Hera ausgetragen. Doch kehren wir zurück zu den Athleten der Olympischen Spiele. Und was veranlasste Myron, der nun eine Statue wie die des Diskobul zu fertigen? Dazu reisen wir noch einmal zurück in das antike Griechenland. Die Athleten von Olympia strebten durch einen Sieg bei den Festspielen nicht bloß nach materiellen Werten. Sie hätten sich wohl kaum mit einem Siegeskranz, geflochten aus pflanzlichem Material, begnügt. Mit diesem Kranz waren hohes Ansehen und Ruhm verbunden. Der Erlass von Steuern, lebenslange Verköstigung durch den Staat und besondere Ehrenrechte waren der zusätzliche Lohn. Und wenn man dazu die nötigen Mittel oder Sponsoren aufbrachte, dann konnte man nach einem Sieg in Olympia auch eine Statue von sich errichten lassen. So erzählt der Geschichtsschreiber Pausanias seine Beschreibung von dem heiligen Hain des Zeus, der sogenannten Altis. Dort wurden die Statuen der herausragendsten Sieger schließlich aufgestellt. Und womöglich stand auch der Diskobol des Myron dort. Aber oft war auch die Heimatstadt des Siegers daran interessiert, eine Statue zu Ehren ihres Athleten aufzustellen. Denn so erlang auch sie Ansehen und Ruhm. Das ging sogar so weit, dass manchen dieser Statuen gottesähnliche Eigenschaften zugesprochen wurden, wie etwa die Heilung körperlicher Gebrechen. Auch heute noch stellt der Diskuswerfer des Myron eines der bekanntesten Kunstwerke der Antike dar. Wie kaum eine andere Statue seinerzeit wird ihm heute ein solch hohes Maß an Schönheit zugesprochen, dass man ihn in Museen, Stadien und sogar in unserer Werbung sehen kann.
Und wenn man möchte, kann man sich eine Gipskopie des Kunstwerks mittlerweile auch als Dekoration in den Vorgarten stellen. Auch eine Form des kulturellen Recyclings, von der kulturellen antiken Statue zum profanen Gartenschmuck. Sie hörten ein Radiofeature von Johannes Ortlieb im Rahmen des Seminars Laster, Lust und Leidenschaft von Herrn Baumann und Herrn Grebe im Wintersemester 2013-2014 an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Produktionsjahr 2014.